Jo, hallo liebe Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ich wollte heute ein kleines Auspackvideo machen, also Unpacking oder Unzapping. Und zwar geht es heute um die Campark-Kamera. Das ist eine 4K-Kamera und zwar UHD 4K Extrem 2. Die habe ich für 45 Euro bei eBay ersteigert, gekauft, neu, Zustand. Jetzt zeige ich euch mal die Kamera. So sieht die hier aus. Ziemlich klein und gewandt, also eine Action Cam und Zubehör, aber auch sehr viel dabei. Also hier schon mal die Kamera, dann das Zubehör, eine wasserdichte Hülle, also die ist wasserdicht bis 20 Meter. Super. Dann hier halt so einen kleinen Rahmen, den kann man dann überall hinschrauben, auch an irgendeinen Ständer. Hier unten sogar mit normalem Gewinde, wie es überall üblich ist. Dann mit einem Ansteckclip, da kann man das sogar irgendwo im Hemd anstecken. Was ist noch alles dabei? Ja, hier so Gelenke sind einige dabei. Hier sogar kann man sie als Dashcam benutzen, also fürs Auto, hinkleben am Spiegel oder irgendwo aufs Armaturenbrett. Dann, was ist noch dabei? Ja, genau, hier noch ein Halter fürs Fahrrad, ist auch dabei. Dann, was noch? Dann hier einen normalen Stehtisch, also einfach zum Hinstellen und auch für ein Kamerastativ, ist auch dabei. Das ist das hier, also fürs Kamerastativ. Dann, was noch dabei ist, ist ein zweiter Rückdeckel. Und der Deckel ist dafür da, dass man auch mit Ton aufnehmen kann. Weil dieses Gehäuse ist natürlich komplett zu. Das heißt, einen Ton kann man damit nicht aufnehmen, wenn man da irgendwo ist. Aber mit der, da ist sie halt nicht mehr wasserdicht, kann man halt auch Ton im Regen draußen halt aufnehmen, ohne dass die Kamera irgendwie beschädigt wird. Natürlich ist sie noch nicht mehr wasserdicht. Aber hier ist sie bis 20 Meter wasserdicht. Dann, was ist noch dabei? Ja, ein paar Riemen sind noch dabei. Hier sind noch drei Riemen sind dabei. Sogar ein extra Akku war auch mit dabei. Natürlich die Gebrauchsanweisung, jedes Manual. Und was ist noch dabei gewesen? Ja, das war es eigentlich im großen Ganzen. Und natürlich halt hier die Tasche. Ganz gewandt kann man alles mitnehmen, wenn man es richtig einpackt. Ist auch jetzt ein bisschen faul. Aber ich bin ganz zufrieden mit der Kamera. Ich habe auch schon ein paar Aufnahmen gemacht damit. Das werde ich jetzt gleich mal anhängen, so eine Aufnahme. Das ist ein 4K oder 2,7K ist jetzt hier eingestellt. Also geht bis 4K und 2,7, dann 1080 und so weiter. Die hat auch Zeitlupe mit drin. Das ist jetzt hier Normalaufnahme, 2,7K. Dann das nächste Menü. Fotos kann man mit auch machen. Das ist jetzt zum Foto machen. Und das hier ist dann sogar Zeitlupeneinstellung. Das heißt, wenn sie hier damit aufnimmt, hat es alles in Zeitlupe. Dann hier kann man sich seine eigenen, ja, die eigenen Bilder und Videos anschauen in der Einstellung. Und hier ist natürlich die ganze Optionen zum Einstellen. Wenn ich jetzt weitergehe, bin ich wieder im Haupt, also vorne wieder im normalen Kameramenü. Also ich finde die Kamera super gewandt. Die Qualität ist auch nicht schlecht. Und zum Fahrradfahren ist die natürlich besser wie die Kamera, mit der ich jetzt hier aufnehme. Mit der ich hier aufnehme, ist die Zoom Q2N Kamera. Aber die hat vorne das Mikrofon, das heißt, da pfeift immer der Wind rein. Ganz schlecht für Kamerafahrten, also mit sagen wir mal Fahrradfahrten. Die ist super für Konzerte zum Aufnehmen. Aber die hier ist halt eine richtige Action Cam. Das heißt, demnächst werden dann auch wieder Bilder oder Filme kommen. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, da werde ich diese Action Cam mal ausprobieren. Okay, mehr wollte ich eigentlich gar nicht hier hinzufügen oder sagen. Das müsste eigentlich hinten und vorne reichen. Habe ich euch das vorgestellt? Ja, ist alles vorgestellt. Ja, war mal kurz und knackig. Wie gesagt, 45 Euro ist echt nicht allzu viel. Da hat man eine gescheite Action Cam mit 4K-Qualität oder 2,7, 1080, je nachdem. Scheißegal, müsst ihr halt einstellen. Okay, das war's eigentlich mit mir, gell? Ich wünsche euch was und wir hören uns wieder auf meinem Kanal, hoffe ich doch mal. Allzu viele Abonnenten habe ich nicht, macht nichts, willst du noch? Wenn ich es nicht lieber. Umso weniger, umso besser. Okay, ich wünsche euch was, gell? Haut rein, bleibt gesund und wir hören uns wieder auf meinem kaputten Kanal. Jetzt, ciao. So, jetzt bin ich doch noch mal kurz zurück. Habe ich vergessen noch zu sagen, es gibt auch bei dieser Kamera und zwar eine Fernbedienung. Das kann man dann auch über die Fernbedienung, geht bis 8 Meter angeblich, kann man die Kamera mit einer App sogar per Fernbedienung bedienen. Das heißt im Stativ und dann kann man hier auf Foto oder auf Film gehen.
Das habe ich noch vergessen. Das wollte ich noch hinzufügen. Mehr ist es auch wieder nicht. Aber jetzt bin ich weg, weil ich wollte es jetzt schon komplett haben. Wenn dann schon gescheit, gell? Also, für's euch. Ciao, servus.